Fall, Scharner ist endlich wieder in der Wahlheimat eingetroffen. Da blüht er richtig auf. Da wird er gleich zum Gegenbeginn in der Pauli. Ist er top motiviert. Pauli Scharner 2.0 fühlt sich wohl. Pauli Scharner 2.0 zeigt Härte und fährt auf der englischen Autobahn. Scharner befindet sich auf der Fähre auf dem Weg nach Dublin, wo er die Mannschaft brutal unterstützen wird. Wenn wir als erste einreisen, werden wir mal drei gegnerische Spieler verletzen, damit das klar ist. Aber zuvor möchte ich meinen Haverer Alex Manninger zitieren: Wenn wir gewinnen, trinke ich nach dem Spiel ein Bier. Und wenn wir nicht gewinnen, trinke ich auch ein Bier. Und weil ich Pauli Scharner bin, trinke ich auch vor dem Spiel ein Bier. Danke! So, ich bin's wieder, euer Pauli Scharner. Bin mittlerweile in Dublin eingetroffen, immer noch nicht beim Team. Ich warte minütlich auf den Anruf von Master Cola, dass er weinend zu mir kommt und sagt: Bitte, Pauli, rette das Team, rette es. Deshalb bin ich jetzt mit meinem Kollegen Valentin Hobel, mein einziger Valentin, bin ich zurückgekehrt in die Guinness-Brauerei. Valentin Hobel, danke. Und werde super, mich jetzt super, 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 allein super. Mental darauf vorbereiten, dass ich heute Abend eingesetzt werde und die entscheidenden 3, 4 bis 5 Tore erzielen werde, auch jeden Ball halten werde. Ich werde alleine das Spiel bestreiten, ich sehe es. Danke, auf Wiedersehen, ich muss mich jetzt konzentrieren. Gute Nacht. Wir stehen jetzt in der Guinness-Brauerei im Traumstadion, präsentieren, in dem der Pauli heute sein Comeback geben wird. Mit 1, 2, 3 bis 4 Toren zum 7:0 Auswärtssieg von Irland gegen Pauli Scharner beitragen wird. So wird es ausschauen. Und jetzt, wo wir da so gemütlich unter den Fans stehen, alle zusammen, stehen wir, halten wir zusammen, erzähle ich euch einmal die Geschichte vom wahren Rücktritt des Pauli Scharner, warum das damals so war. Das ist nämlich, folgende Dinge sind vorgefallen. In jedem Training hat mich Stefan Meyer-Ober immer auf die Füße, haben wir immer getreten worden, ständig wurde ich getreten von Stefan Meyer-Ober. Es ist Pauli Scharner so auf die Nerven gegangen, dass er ganz intensive Sitzungen habe ich gehabt, mit Valentin Hobel, ganz intensiv. Und der Valentin hat zu mir gesagt: Pauli, das kannst du nicht gefallen lassen, du musst zurücktreten. Daraufhin habe ich mir gedacht: Okay, das mache ich, Pauli Scharner. Pressekonferenz einberufen, zurückgetreten, fertig. Aber jetzt habe ich es erst verstanden, was das heißt. Du musst zurück treten mit dem Fuß. Und deshalb tritt Pauli Scharner jetzt regelmäßig in die Pedale und in den Gegner. Und wieso motiviert? Weil wer zuerst tritt, braucht nicht zurücktreten. Deshalb tritt Pauli Scharner jetzt als erster wieder dagegen und ist zurück im Team und tritt an. So. Pauli Scharner ist bereits auf den irischen Trainingsplätzen angekommen. Er hat sich als Gegenspieler stramme Bäume ausgesucht, weil er kann er besser drauf treten. Ist wesentlich härter. Sie sehen, aus dem Hintergrund tönt bereits die Forderung der Fans: Pauli Scharner zurück ins Nationalteam. Der schließt euch mit an. Pauli Scharner! Wir wollen die Spiele sehen! So, hier ist Pauli Scharner vernichtet und zerstört nach dem Spiel. Weil eines ist klar, die meisten Meter habe ich gemacht auf der Tribüne. Bin auf und abgelaufen, wieder irre, habe ich geschrien, wieder irre. Mit meinem Support hat es die Mannschaft geschafft. In der 93. Minute ist der Pauli Scharner Support. Pauli, super, was ist Pauli? Ja, danke. Es war nur möglich aufgrund der mentalen Kraft des Valentin Hobel, der mir eingeprägt hat. Pauli Scharner war mental am Feld und das ist eingefahren. In der letzten Minute. Habt ihr schon mal gesehen? Nein, ich auch nicht. Leiband, danke. Es ist der Tag, nachdem Pauli Scharners mentale Stärke sich zu seinem 2:2 durchgesetzt hat. Leider sind die ihren mental nicht so stark. Ein bisschen Auszug nach dem Spiel. Deshalb habe ich jetzt das Pauli-Monokel erfunden. Sehen Sie sich das an. Das ist übrig geblieben vom Pauli-Monokel. Aber der Pauli ist mental so stark.
sich der Gegner die Hand trocken hat am anderen Monokelteil. So ist es nämlich. So ist es. Und jetzt fährt der Pauli, fährt jetzt wieder zu Hause und lasst sich feiern. Die Simmeringer Hauptstraße ist bereits für ihn abgesperrt. Der Einmarsch am Heldenplatz ist vorbereitet. Pauli Scharner ist back home. Danke.